Hallo liebe Whisky-Freunde, willkommen hier auf dem Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute präsentiere ich euch ja erstmal mich. Ich bin auch wirklich selbst dabei. Wir wollten mal so ein bisschen dieses, was man von der Werbung vielleicht erkennt, wenn so gesprochen wird. Also, heute präsentiere ich euch einen Tobermory. Das erkennt man bei mir immer schön am Shirt, wenn ich eins habe. Es ist auch so, dass wir zwei Gläser davon haben und eins ist übersetzt auf Gälisch. Was jetzt heutzutage die rauchige Variante ist, ist ein Lechig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber jedenfalls, wir haben also stilecht die Gläser, die Poloshirts und meine beiden Beisitzer. Auf meiner rechten hier habe ich den André, auf meiner linken habe ich hier den Miro, die, wie ihr seht, beide mit mir schon mal in Schottland waren, Alba 2017, und da haben wir auch diese Distillerie Tobermory besucht, was sieben Leute veranlasst hat, auf Wunsch eines Einzelnen diese Distillerie zu besuchen. Der Einzelne sitzt neben mir, ein riesengroßer Fan, und er hat heute eine Flasche mitgebracht und sagt bitte mal ein bisschen was zu der Flasche. Hallo Maltis, ich finde es wieder schön, dass ich beim André wieder mitmachen darf. Heute habe ich eine Flasche meiner Lieblingsdestille wieder mitgebracht. Nicht das erste Mal, wir hatten schon mal sowas gemacht, und dieses Mal ist es ein Tobermory von Wilson & Morgan. Dieser Tobermory, ihr seht es in der typischen Verpackung, richtig schön gemacht, allerdings etwas fummelig beim Auspacken. Ich mache die mal hier raus, damit wir auch einschenken können, dass er ein bisschen atmen kann. So, da muss man nämlich auch immer aufpassen, dass die Flasche einem nicht irgendwie um die Ohren fliegt. Moment. So, ich gebe sie dir mal. Mhm. Kann man was erkennen vom Licht? Ein bisschen schwach. Also die 21 erkennt er. Genau. Oben steht Wilson und Wilson and Morgan. Ein unabhängiger Abfüller dieses Mal. Barrel Selection, 21 Jahre alt. Distilled 1995. Single Malt Scotch Whisky at Tobermory Distillery. Ja, erzähl du was über diesen genau. Abfüller. Ich kenne den Abfüller gar nicht. Wilson & Morgan hat öfters mal ganz tolle Abfüllungen. Leider sind die etwas vom Preis höher, wobei Tobermory an und für sich schon relativ hoch ist. Dieses Mal habe ich einen Marsala Cask mit dabei. Oh, okay. Steht es hier drauf? Ja, hier auf dem Stempel. Ach, Stempel, ah. Marsala Finish, Entschuldigung. Marsala Finish, Bottle 2016. 53,2%. Genau. Und Marsala, ein italienischer Süßwein, richtig? Genau, genau. Das ist aber, ich glaube, wir hatten neulich ein Video gemacht. Der ist jedenfalls auf alle Fälle aufgesprittet. Das weiß ich. Der Marsala? Ja, Marsala ist aufgesprittet. Okay, okay. Und diese Flasche habe ich mal auf einer Messe gekauft. Das war die 0711 Spirit in Stuttgart, weil ich selber aus der Umgebung von Stuttgart komme. Und dort an dem Stand konnte man diese Flaschen auch, beziehungsweise diese Abfüllungen auch probieren. Die hatten offene Flaschen. Und ich habe den probiert und war so hin und weg von der Flasche. Und nach etwas hin und her überlegen, weil sie doch nicht ganz günstig war, habe ich sie dann mitgenommen. Ich glaube, Preis war 139, meine ich. Aber 139 für 21 Jahre. Also da wollen wir jetzt nicht meckern. Nein, also mittlerweile muss man sagen, 21-jährige Tobermorys, wenn man die als Original nimmt, die können auch mal 170 oder 180 Euro kosten.
Von daher ist es schon okay, allerdings zu dem Zeitpunkt ja, habe ich mir schwer getan, aber ich meine, immer. Es ist meine Lieblingsdestille und Marsala Cask hatte ich bis dahin noch nicht von Tobermory. Tobermory arbeitet gern mit verschiedenen Fässern, beziehungsweise auch die unabhängigen Abfüller. Und von daher dachte ich, das probiere ich auf der Messe, war wie gesagt überzeugt davon und wollte die dann daheim auch nochmal genießen. Jawohl. Also, wie gesagt, Tobermory ist mir ja auch erst seit 2 Jahren dann so richtig geläufig und hat mich auch verwundert, wie viele Woodfinishes die haben. Jetzt auch da hier natürlich die vom unabhängigen Abfüller, der mir persönlich gar nichts sagt. Ich habe noch nie einen Wilson & Morgan im Glas gehabt. Ist scheinbar keine große. Kein großer. Also, kann man das sagen? Ich, weiß, ich will also ja niemand Unrecht tun, aber ich kenne halt nicht. Ne? Ich kann dir es nicht ganz genau sagen. Außer aus dem Gedächtnis heraus meine ich sogar, ist ein relativ alter Apfel. Aber ich kann mich täuschen. Also, das ist jetzt ohne Gewähr. Ich weiß nur, dass sie recht gute Sachen rausbringen und allerdings immer in einem etwas gehobeneren Preissektor, aber sie liefern dann auch wirklich gute Sachen. Also die Flasche ist auch nummeriert, es ist die Flasche 114, steht hier hinten drauf. Und von insgesamt 272. Ja. Na? Genau. Also ein typisches Weinfass mit so circa 300 Litern, vielleicht 350, 400 Litern, ja, je nachdem, war das jetzt ein Finish? Ja, das war ein Finish, ja. Genau. Also gut, 250 Liter kann es natürlich gewesen sein. Ne, 250 kann nicht sein. 300. Weil da kommen ja, ne, doch, 250. Kann schon. 0,7 bei 272. Ja, könnte man. Ist ja nicht 1 zu 1. Genau. Ja, genau. Ja. Also ein normales Weinfass. Barrique fast, wie man sonst in Frankreich sagt. Genau. Ja, genau. Und letztendlich die Flasche ist aus dem dritten Jahr nach der Neueröffnung, beziehungsweise der Whisky, der Spirit wurde im dritten Jahr nach der Neueröffnung in den 90er Jahren gemacht. Okay. Man muss dazu sagen, Tobermory hat eine sehr wechselhafte Geschichte. Ursprünglich stand auf den alten Abfüllungen aus den 70ern und Anfang der 80er Jahren 1823, wenn ich mich richtig erinnere, als Gründungsjahr der Destille. Allerdings hat man dann irgendwann mal doch noch Dokumente und Unterlagen gefunden, die von 1798 sind. Und damit gehört Tobermory zu den, ich meine, 5 ältesten Destillen in Schottland, die aktuell noch offen sind. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, also wie gesagt, die waren mehr geschlossen, als dass sie offen war. Die hatten irgendwie auf der Insel nicht so ein Glück, auch mit der Abnahme des Ganzen. Und letztendlich in den 70ern, 71 ist die nochmal aufgemacht worden. Anfang der 80er wieder zugemacht worden. Dann waren so komische Zwischenbrennungen Anfang der 80er. Nein, 82, in den 80er Jahren war es ja wirtschaftlich sehr, sehr schwierig in Großbritannien, die hatten ja eine große Depression und wie gesagt, Tobermory war mir auch nicht so großartig geläufig vorher. Die älteste Destillerie meines Wissens ist Glentoret mit 1777, glaube ich, und da gehören die schon mit zu den Uralten. Ne? Also das ist auf alle Fälle Fakt. Und Isle of Man ist absolut ein Besuch wert, ich kann es euch sehr empfehlen. Eine bunte Stadt direkt am Wasser, Tobermory. Mit tollen Fischchips. Ja. Das muss man jetzt kurz erzählen. Wir sind damals durch die Gegend gefahren im Mai oder April 2017. Mai. Und ich habe die überall hingefahren und nirgendwo haben wir das typische angebliche, also ich muss ja mal sagen, das angebliche schottische Essen gefunden, Fish and Chips. Oder ich bin dran vorbeigefahren. Das kann natürlich auch mal gewesen sein. Also ich habe nicht beim Imbiss angehalten. Ich kriege mal dazwischen. Wollten Sie unbedingt Fish and Chips essen? Nein. André hat uns immer gefragt, mittags, wenn wir unterwegs waren, ja, wollen wir denn jetzt mal Fish and Chips essen? Ja, nee, wir haben keinen Hunger. Nee, wir auch nicht. Also, das Full Scottish Breakfast, das reicht uns bis zum Nachmittag. Ich wollte gerade sagen, warum waren die denn satt?
Weil, wenn du ein anständiges schottisches Frühstück hast, da hast du alles Mögliche drauf. Von Bohnen über verschiedenen Wurst und Eiern und was auch immer. Und dann da hältst du auch lange durch. Black Pudding. Ne? Ja, Black Pudding, alles egal. Haggis, was auch immer. Das gehört dazu. Und aber es ist so, wenn du dann länger unterwegs bist, irgendwann sagst du, oh, ich kann es nicht mehr sehen. Zur Kaffeezeit. Zur Kaffeezeit. Ja, genau. Aber jedenfalls wollten sie dann mal Fischchips. Genau. Und da waren wir bei Tobermory oder auf der Isle of Mull in Tobermory. Und dort gab es Fish and Chips und die waren hervorragend. Die waren also super. Richtig gut. Direkt am Hafen so ein kleiner Imbiss, so ein silbernes. Mobiler Imbiss. Mobiler Imbiss. Und war wirklich toll. Und dann sind wir dort bei herrlichstem Wetter an der Uhr gesessen, die dort auch im Hafen steht. Und haben uns dann unser Mittagessen gegönnt. Wir haben alles Typische vor Ort gesehen. Die Tobermory Cat, kannst du die Tobermory Cat habe ich vorhin gesehen. Das ist so eine orangene Katze. Also die Tobermory Cat war mal, wir waren in dem Pub. Mischnisch? Der Mischnisch Pub? War das der jetzt abgebrannt ist? Nein. Nee, das war ein anderer. Das war ein anderer, genau. Jedenfalls waren wir in dem Pub noch. Also es war, wir haben die Gezeiten erlebt. Das heißt, als wir hinkamen, war das glaube ich, wo ich das erste Foto gemacht habe, war kein Wasser im ganzen Hafen. Die Boote lagen quasi auf Land. Und als wir dann fort sind, wir waren ja wirklich nur ein Tag. Leider Gottes, wer die Möglichkeit hat, also mehrere Tage dort zu verbringen, also Isle of Mull ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Absolut, genau. Absolut. Also wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dort ist ein tolles Schlosshotel auch. Ja. Dort ist eine Käserei, die auch teilweise mit Tobermory bzw. Lejic Whisky arbeitet. Und es ist letztendlich, wenn man sich so die Geografie anschaut von der Isle of Mull, du hast alles, du hast hohe Berge, in Anführungsstrich hoch, aber du hast Berge, wo auch mal schneebedeckt sind, du hast Lochs inmitten der Insel, du hast Buchten, du hast Sandstrände, also wirklich herrlich. Aber wir hatten leider nur einen halben Tag. Den Rest haben wir auf der Strecke zugebracht. Genau. Ja. Weil wir mussten also, wir wollten jetzt auch nicht schlecht reden. Es war der Abstecher wert auf Wunsch eines Einzelnen und wir haben uns alle mehr oder weniger wirklich gütlich gemacht. Damals war es Mammutprogramm. Es war top. Es war damals Mammutprogramm. Aber es war gut, dass wir mal dort waren, weil ich muss auch, ich zehre heute noch von diesem Besuch. Muss man das einfach sagen. Ja, ne? Absolut. Ich wollte jetzt keine Kritik üben. Was ich damit sagen wollte, allein dieser halbe Tag war schon so toll. Ja. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bleibt 2 Tage, 3 Tage. Das ist bestimmt noch richtig viel besser und noch toller. Und ich werde auf jeden Fall, ich habe vor, irgendwann mal noch mal hinzugehen. Und danach wirklich 2-3 Tage dort zu verbringen. Genau, es ist es auf alle Fälle wert. Also das muss man echt sagen. Ja. Wollen wir mal? Wollen wir mal kurz eine Nase nehmen von unserem Tobermory 21 Jahre Masala Finish. Von der Nase her würde ich jetzt gar nicht mal auf so viel Alkohol tippen. Ah, jetzt musst du nicht mehr sagen. Also stimmt dann doch nicht. Nein, das war jetzt wirklich irgendwie verkehrt in die Nase gekriegt. Also, nee. Oder das ist kein Stechen oder irgendwie Schärfe zu spüren, gar nichts. Nein. Das zieht sich aber durch. Wir haben ja schon einige Tobermorys probiert. Ja. Das zieht sich aber irgendwie durch. Der Alkohol bei Tobermorys. Der ist super eingebunden. Ist super eingebunden. Selbst diese Fassstärken mit deutlich über 50% merkst du nicht in der Nase. Nee, also. Und Tobermory ist gerade die Standardabfüllungen mit 46,3%. Sie sind toll und du merkst aber den Alkohol nicht. Also gar nicht. Du würdest nie denken, gerade jetzt der neue Standard 12-Jährige, du merkst nicht, dass der 46,3% hat. Also bei dem, wie gesagt, ich würde vielleicht sagen, gut, der ist ein bisschen stärker als 40. Vielleicht würde ich auf 46 tippen, aber ich würde nie auf über 50% bei dem tippen. Ja. Also auf diese Standardstärke würde ich tippen. Ja, aber ich habe nicht den Alkohol in der Nase, ich habe irgendwo
salzige Pfeffrigkeit irgendwo so. Das war der erste. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen verhustet, weil das war irgendwo der Reiz. Es war ein bisschen was Pfeffriges in der Luft, wo du sagst, wie wenn du über einen Pfefferstreuer gehst und ziehst so eine frische Nase. Echt? Aber diese Salzigkeit kann ich nachvollziehen. Weiß ich jetzt nicht so. Aber dieses Salz in der Nase. Ja, ich hatte es in dem Moment in der Nase, aber es kommt jetzt dieses Salzige, was. Also die salzige Meeresbrise hat man wirklich oft. Wirklich oft bei Tobermory. Und wie gesagt, was ihr riecht, damit habt ihr immer recht. Deswegen, wenn er jetzt da Pfeffer riecht und wir riechen keinen oder ich rieche keinen, egal, er riecht den Pfeffer und damit hat er recht. Genau. Wobei ich mich schon frage, wie du da auf Pfeffer kommst. Nee, jetzt war nur ein Scherz. Die Geschmäcker der Gestecker. Alles klar. Du und deine Geburtstag. Aber es muss sie jetzt kommen. Ja, genau. Aber eine schöne Frucht haben. Aber wirklich schön. Aber welche Frucht? Ich komme nicht drauf, das ist... Warum? Ich würde jetzt mal sagen Passionsfrucht, aber jetzt keine Ahnung, ob ihr die kennt. Warum auch immer ich jetzt, mir diese blöde Frucht jetzt einfällt. Wahrscheinlich, weil du sie riechst, ne? Also es ist was Exotisches. Also exotisch, auf alle Fälle. Und ich würde sagen, keine Ahnung, warum mir, das fällt mir jetzt gerade ein. Geht es in die Richtung Maracuja? Ja, so ein bisschen. Ja. Maracuja hätte ich jetzt so ein bisschen. Wenn es in die Richtung geht, ja, dann ist doch, es doch ist okay. So ein Ableger davon, wo du sagst, okay. Weil du kommst nicht, also Ananas ist nichts. Nee. Es ist was ganz anderes. Es ist auch keine Mango. Nein. Sondern es ist, wie gesagt, ja. Was exotisch Süßes. Exotisch auf alle Fälle. Exotisch Süßes. Aber hat trotzdem keine so eine kräftige, feuchte Süße, sondern irgend so ein bisschen was Trockenes. Was. Also für mich jedenfalls. Ja, du, jetzt muss ich mal ehrlich sagen, jetzt kann ich nachvollziehen. Je länger ich jetzt gerade hier auf der rechten Seite, ich komme doch auch wirklich Richtung Pfeffer. Ich habe mich vorhin nur lustig gemacht, aber jetzt komme ich sogar wirklich in diese Richtung. Ich könnte mir das. Deswegen komme ich auch bei der Frucht so nicht ganz so massiv durch. Ich habe dieses salzig-pfeffrige, fruchtig hinten, ja. Ich kann nicht bestimmen, was für eine Frucht. Also ich kenne die Passionsfrucht nicht. Mhm. Aber sowas Exotisches ist es, aber ich kann es nicht definieren. Es ist. Aber diese Pfeffrig-Salz-Frucht, diese Kombination, das ist irgendwo, wo... Weiß einer von euch, aus was Masala gemacht wird? Ist das Traube oder was ist es? Oh, hoffentlich schaut jetzt Steffen nicht zu. Also wenn Steffen jetzt zuschaut, dann wird es sagen, André, das habe ich ja schon so oft erklärt, wie das gemacht wird. Ja, da hätten wir vorher mal nachschauen können. Du hast ja auch nicht gesagt, dass das Masala Finish ist. Das hast du jetzt erst im Video gesagt. Wir hätten ja vorher mal nachschauen können, wie Masala gemacht hat. Ja, unseren Office-Back fragen. Er hat ja erst im Video das erzählt. Nee, also Masala ist auf alle Fälle, ich glaube, es ist eine Frucht, die dann so getrocknet wird, dass sie fast rosinenartig trocken wird. Mhm. Oder ziemlich trocken wird. Und deswegen sehr süß ist, aber aufgesprittet wird dieser Wein. Mhm. Also so glaube ich, mich daran zu erinnern, aber von den Trauben, was ist jetzt für Trauben sind oder so? Ach, sind das überhaupt Trauben? Ich weiß ja, es doch, nicht. Ja, doch. Trauben sind es, aber ich dächte so die Beschreibung jetzt, weil das Steffen schon öfters so ja, wir haben ja immer mal Tastings, genau, Tastings wenn es ums Masala ging, ja, war dann auch mal bewusst, wo diese Weinfinische vorgestellt hat, welcher Wein von wo kommt. Okay. Mit diesen ganzen anderen Madeira und das alles, dass das eben regional bedingt ist und so. Und hier sagt er, das ist, ich glaube, es war in der Richtung angetrocknete Trauben, die dann aber aufgespritzt werden, also definitiv aufgespritzt. Mhm. Und jetzt kann ich mich auch noch erinnern, das weiß ich hundertprozentig, warum wurde der Masala aufgespritzt? Einfach deswegen, damit der Wein sich länger hält. Je höher der Alkoholgehalt ist, desto weniger wird er dann schlecht. Früher, man muss sich ja um 300, 400 Jahre zurückversetzen, waren ja die Seefahrer unterwegs, die diesen Wein transportiert haben.
nach Großbritannien hauptsächlich oder halt ins Commonwealth, egal wo die überall auf der Welt waren. Und damit der Wein sich hält, deswegen haben sie den aufgesprittet. Weil wenn du jetzt den einen schwächeren Wein hättest und diesen Fässern, dann kippt der dann. Ja. Ich will jetzt nicht sagen verfaulen, aber das ist der Grund, warum der aufgesprittet wurde. Das ist quasi wie beim Bier, beim Porter, ja, beziehungsweise später beim IPA. Genau. Dass man da versucht hat, Wege zu finden, um die Seefahrer bzw. die Lieferung an und für sich zu schützen. Genau, ja. Okay. Mhm. Deswegen wurde dieser Masala dann aufgesprittet. Ja. Okay. Also das weiß ich hundertprozentig, aber ansonsten mir das in Richtung. Aber selbst nach der Pause jetzt, man geht wieder drüber, also dieses salzig, pfeffrig, fruchtig, er wandelt sich jetzt nicht, also er geht jetzt nicht. Also diese salzigen, also leicht salzige Note ist auf alle Fälle da. Aber es macht jetzt auch irgendwann mal Lust, den mal zu probieren. Also ja, normalerweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ja noch liegen, aber es sei denn, Lange. Der Kotzfilm wird draus. Jetzt merkst du auch so ein bisschen den Alkohol. Aber nur. Nur Angst. Mhm. Nee. Herrlich. Absolut herrlich. Also, Nase hat, für mich hat die Nase nicht ganz so viel gesprochen wie der Geschmack, den ich jetzt habe. Ja. Die Nase war wirklich gut. Aber sanfter, der Geschmack, milder. Ja. Aber umso kräftiger, explosiver kommt er jetzt im Gaumen. Also das, was das die Nase angedeutet hat, dieses salzig, pfeffrig, fruchtig, ja, das kommt jetzt aber wirklich explosiv. Ich finde, der erste Schluck war wirklich weißer Pfeffer. Ja, das war so. Und wenn der mal so ein bisschen vergangen ist, dann kam Salz, fühlt sich und dann und salzig, Frucht, genau. Und dann die genau. Frucht und das hat sich... Du hast kurz die Süße, dann war es für mich adstringiert, also trocken werdend und dieser Pfeffer und... Dann, also du hast dann Luft geholt und hast gemerkt, da ist was da. Hast dann Alkohol gemerkt und jetzt ist er aber komplett weg. Also der Pfeffer ist weg. Du hast jetzt diese schöne Süße. Solange ich rede jetzt, habe ich immer eine Süße hier drin im Gaumen. Und der Speichel also läuft herrlich, auch wieder. Herrlich, also das ist... Der regt richtig an. Also das ist was Herrliches. Und jetzt, also... Ich war jetzt kurz weg vom Glas und bin kurz ran. Du hattest mal, also jetzt war ganz kurz, also nur eine Nuance vom Liebstöckel zu spüren. Also ich hatte jetzt ganz kurz, ich finde es jetzt nicht mehr. Also ich finde es nicht in der Nase. Doch. Ich glaube, ich brauche noch zwei, drei Schlucke. Das, was du sagst, nicht in der Nase, das ist in der Nase. Nicht das ist das, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo die Frucht hingeht, aber dieses... Das verfälscht diese Fruchtnote ein bisschen, gibt dem das raus. Aber diese ganz, aber wirklich ganz dezent, ganz dezenten Liebstöckel. Mhm. Aber das legt sich auf die Frucht. Ja. Nee, Liebstöckel kommt schon hin. Ja, legt sich schon. Also ich habe jetzt ganz, ich hatte ja das Glas jetzt hier und bin kurz ran und denke, so ein bisschen Maggi. Ganz kurz. Mhm. War nicht ewig und nicht dominant. Dann kommt aber so. Aber irgendwie diese Kräuterigkeit. Ja. Jetzt kommt mehr Kräuterigkeit. Also je wärmer er wird. Ja. Aber das ist so ein Ding zum. Das ist ein Ding zum Philosophieren. Absolut. Aber hallo. Wobei ich habe den Liebstöckel tatsächlich nicht in der Nase, aber am Gaumen hinten. Da kitzelt ganz hinten so. Okay. Diese Kräuterwürze vom Liebstöckel. Genau. Also doch, jetzt sind sogar Zucken, für mich sind jetzt diese typischen, kennt ihr diese komischen Verpackungen, Zuckenkräuter? Da, was ist denn da noch alles drin? Du meinst das Zuckengemüse? Zuckengemüse meine ich nicht, Zuckenkräuter, Zuckengemüse. Da ist noch Sellerie. Möhre, genau, Sellerie. Also die Stöcke, das ist für mich jetzt auch hier dabei. Das gebündelt.
Genau, das finde ich jetzt mit dabei. Ja, okay. Okay. Das finde ich. Ja, komm, also wenn du jetzt... Es ist nicht, also es ist niemand dominant. Nee, ist, nein. Aber es sind Nuancen und ich denke gerade an dieses komische, in diesen Folien gebackten Suppengemüse. Netzfolien. Ja. Im Grunde genommen kannst du es... Egal, wo du das ideal erwischst, ist im Nest und nimmst es, schmeißt es ins Wasser rein, kochst es auf und dann hast du diesen Gemüsesud. Aber er ist nicht, du hast ihn nicht jedes Mal an der Nase. Er kommt immer mal wieder. Also wirklich schön. Du hast Früchte und hast trotzdem dieses Suppengemüse. Also ich bin also hin und her gerissen, warum ich jetzt auch immer auf dieses blöde Suppengemüse kam. Es tut mir ja wirklich leid. Ja, durch den ich bin jetzt voll auf dieses blöde Suppengemüse gekommen. Durch den Liebstöckel, weil das so drin ist. Und wenn du einmal so eine Richtung hast, du kommst du. Ich meine. Das Gehirn ist ja auch ein bisschen... Wobei ich denke einfach, er wandelt sich gerade. Die Flasche war relativ kühl und ich liebe ja diese Glencairngläser. Viele verurteilen mich, weil ich die dann immer... Du liebst sie? Ja. Wir können jetzt noch ein Disput führen, aber ich glaube, du liebst doch viel eher diese Kugelgläser. Nein, mit den Kugelgläsern kann ich sämtliche Nuancen aus einem Whisky... Jetzt? Erst schnüffeln und schmecken. Also jetzt. Hier ist es. So eins. Also gut, dann schenken wir da deinen Whisky. So. Aber zum normal trinken, zum Genießen, verwende ich nicht die Kugelgläser. Mero, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass du mal irgendwo gesagt hast, nimm nicht immer diese Glencairngläser. Nein. Ja, ich will dir nicht Unrecht tun, deswegen. Von gesagt, mir? Nein. Es war für mich jetzt so ein Ding, wo ich halt, du hast ja nicht immer. Du bist ein Verfechter von diesen Master 1920 Glas. Master Blenders, wobei das ein etwas anderes ist, aber das ist dem nachgemacht oder nachempfunden. Ein Einzelstück vom Glasbläser direkt. Na, lass uns da mal da riechen. Ob wir jetzt da noch einen Unterschied merken. Riech mal. Ich merke aber hier den Alkoholstärke. Ist bei mir jetzt nicht so. Aber das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich sehr oft die Fassstärken trinke und auch sehr lang verrieche. Und ich bin da nicht so empfindlich. Und weißt du, was ich jetzt hier... Du sagst ja immer mit dem Tabak, ich muss jetzt sagen, ich komme jetzt hier so ein bisschen diese Blätter. Ich komme jetzt auf irgendwelche Blätter. Ob hier Tabak ist. Also aus diesem Glas riecht er nochmal süßer. Ja, das ist, hier ist nicht die Süße. So. Nee, aus dem hier. Ja. Der André hat mir gerade nochmal ein anderes. Ist vom Prinzip her dieses Masterblend Kugel mit dem vom Grenglas. Was mir wieder heute. Ja, ich hab's mal ich versucht, mal das mit dem. Ich finde, da merkst du einen Alkoholstärker. Ja, ja. Also hier kommt er massiver. So, wirklich mal. Hier kommt er massiver. Ehrlich jetzt. Glaube, den hast du jetzt hier nicht. Mein Riechorgan ist, glaube ich, einfach an den Alkohol schon gewöhnt. Also aber du hast, hier hast du recht, hier ist mehr süß. Und das war halt ein Versuch, wo zu sagen, ich war mit der Kugel zufrieden, wie er sie mir damals gemacht hat. Er hat gesagt, ich will jetzt experimentieren und ziehe das mal hoch und mache das mal oben so zu wie ein Cremeglas. Mhm. Und da kam das raus. Und also das ist ein schönes Glas. Das ich, ist jetzt wirklich find, schön. Ich finde, aus diesem Glas sind die... Ich zeig dir dann die Krönung noch zu dem Glas. Wow. Jetzt war mal noch eine Gläserkunde. Nein, nicht die Gläserkunde. Ach so. Hier ist... Jetzt hat er noch einen Deckel da. Ach so, ja. Die Brennblase live vor dir. Oben nochmal mit Brennblase. Ja, guckt euch das an. André, ich bin ja auch wirklich jetzt bin ich begeistert. Also nicht nur vom Whisky, ne? Ja. Ach, aber ich muss jetzt sagen, die Früchte kommen aber bei Glencairn noch viel besser raus. Also
Ich habe jetzt bei dem Kugelglas habe ich die Früchte nicht so. Nee, ich wollte. Bei Glencairn finde ich es jetzt. Ich wollte es gerade sagen, hier kommen eher diese herben, genau, ja. Aromen deutlich besser raus. Früchte eher weniger. Und die Früchte hast du Glencairn. Aber auch. Das Glencairn ist halt für mich so das Allround-Glas. Es ist das Wohlfühlglas, mit dem kann ich arbeiten. Das habe ich so schön in der Hand liegen. Wunderbar, wunderbar. Genau. Kann einer die Zahl erkennen? Um Gottes Willen. Machen wir schon wieder einen Spielfilm? Ach ja! André, 30 Minuten. Also hier habe ich wirklich die Komplexität, ja, weil komplett drin ist vom, aber nee, ist der Alkohol ist nicht so massiv. Aber und so übrigens, liebe Freunde, so genießen wir halt einen Whisky. Ne? So, du brauchst auch wirklich ewig, bis du mal einen Whisky komplett. Für meinen Bruder ist das nichts. Mein Bruder ist ja Obstler-Genießer, also Trinker könnte man sagen. Nee, der trinkt nicht sehr viel, aber wenn er mal einen Obstler trinkt, für den ist das also wirklich nervig, wie lange man an irgendein Glas riechen kann. Und wenn der jetzt noch wüsste, an was wir für unterschiedliche Gläser noch für Aromen finden, das, ich glaube, der würde verrückt werden. Also wenn zufällig jemand hier reinkommt und uns hier so sieht, die meckern alle, wie viel habt ihr heute schon gedruckt, wenn wir sagen 3, das glauben die uns nicht, weil wir zu lange... Ja, es ist schon lange, relativ vorangeschrittener Abend. Zu lange fachsimpeln und... Wobei ich sagen muss, also für mich ist der Whisky-Genuss so, dass wenn ich einen schönen Whisky habe, da auch wirklich eine Dreiviertelstunde, ja, Stunde an einem einzigen Dram genießen kann, weil ich denke einfach... mittlerweile, man muss die Sachen so genießen, wie sie kommen, und man sollte sich nicht hetzen bei dem ganzen Whisky, beim Scotch nicht, und das ist einfach ein purer Genuss, und da gehört es für Riechen genauso dazu, wie das Schmecken. Und dieser 21-Jährige von Wilson, einen Morgen, Barrel Selection, 21 Jahre, also der ist wirklich gut gelungen. Also, wie gesagt, ich habe noch nie gehört vorher. Ja. Also es ist immer wieder mal eine neue Erfahrung. Ich danke dir ja wirklich für diesen ich auch. Beitrag. Also, weil ich danke dir, dass ich mit dabei sein durfte. Also ich bin ja bei den Videos, ich habe ja oftmals noch genügend zu tun mit Originalabfüllungen. Ne? Und jetzt haben wir schon die ganzen unabhängigen teilweise, oder einige unabhängige. Ich hoffe, ich habe auch eine Playlist, wo dann die Unabhängigen mal drin sind. Muss ich mal machen. Ich habe da noch keine Playlist. Genau. Muss ich mal bearbeiten. Also jedenfalls, um jetzt mal zum Ende zu kommen, wir können ja noch weiter genießen. Das müsst ihr nicht über euch ergehen lassen. Ihr merkt schon, also der Abend ist schon vorangeschritten. Wir haben schon ein bisschen was probiert. Und trotzdem begeistert uns dieser 21-jährige Tobermory hier sehr. Es ist quasi ein Tobermory-Abend, den wir hier heute haben. Ein Tobermory-Abend. Ein Tobermory-Abend. Ja. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Genießt das Leben, so ihr das könnt. Vielleicht mit einem guten Whisky. Aber wer bei meinem Kanal reinschaut, der trinkt ja auch keinen Whisky. Vor allen Dingen genießt ihn, solange ihr jung seid. Das sagst du, weil ich morgen alt bin. Ab morgen bin ich alt. Ja. Je nachdem, ich weiß noch nicht, wann ich das Whisky hoch... das Whisky. Entschuldigt. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video hochlade. Jedenfalls bin ich dann ein Jahr älter, als ich vorher war. Ob ich dann jetzt alt bin, das liegt im Auge des Betrachters. Ich deine persönlich Kinder fühle mich nicht so... Aber wie gesagt, jeder kann das anders beurteilen und liegt damit richtig, genau wie mit dem Geschmack beim Whisky. Der eine mag den, der andere mag den. Da liegt er auch richtig. Also wir können jetzt, ihr merkt schon, wir philosophieren jetzt wirklich lange. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt das Leben und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ich wieder einen neuen Whisky für euch verkosten werde. Macht's gut, auch im Sinne von André und Miro. Tschüss. Ciao. Ciao.